Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 120 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über vegane Tattoos. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich durfte diese Woche auf der Veggie World in München meinen Vortrag Everyday Heroes halten, war mal wieder in guter Gesellschaft. Verena, die wir die letzten zwei Wochen gehört haben, hatte ihren ersten Vortrag, der lief auch super spitzenmäßig. Und ja, vielen, vielen Dank an alle, die da waren, an alle, die auch noch danach kurz quatschen wollten, die Fotos machen wollten und. Ich finde das ja immer sehr kurios, dass jemand ein Foto mit mir machen möchte, aber ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr so zahlreich zugehört habt. Herzlichen Dank auch an alle, die den Vortrag gerne selber halten möchten in irgendeiner Form. Wir arbeiten da tatsächlich gerade an einer Idee, die wird noch ein kleines Weilchen dauern, aber wir arbeiten in der Tat an einer Möglichkeit, dass ihr einen Vortrag halten könnt über Umwelt und vegane Ernährung. Also bleibt auf jeden Fall dran, folgt mir da gerne bei Instagram @LarsWalterOfficial. Da werden die neuesten Neuigkeiten immer am Start sein. Und ja, ansonsten ist die heutige Folge ein kleines bisschen Rock'n'Roll und ich wünsche euch viel Spaß mit Angelina, die ich kennengelernt habe durch einen Tipp von der lieben Annika von der Veggie World, ob ich nicht mal eine vegane Tattoo-Künstlerin interviewen möchte. Tattoos interessieren mich schon seit Ewigkeiten, ich hatte selber die ganze Zeit keine, bis ich jetzt Angelina kennengelernt habe und sie glücklicherweise auch noch Zeit hatte und jetzt letzte Woche Dienstag in der Tat meine allerersten Tattoos gestochen hat, in meinem ganzen Leben meine allerersten Tattoos. Und ja, was soll ich sagen? Ich will die Spannung gar nicht vorwegnehmen. Es war echt cool. Also es war bei weitem nicht so schmerzhaft, wie ich befürchtet habe. Ich meine, sind auch sehr feine Tattoos. Es sind keine großflächigen Yakuza-Tattoos. Aber es war echt cool. Es hat Bock gemacht und es werden definitiv nicht die letzten gewesen sein. Der Heilungsprozess funktioniert auch super, aber ich habe natürlich auch veganes Heilfleisch. Und ja, ich bin mega, mega happy damit. Natürlich ist das eine Tattoo auch eins mit einer, wenn auch vielleicht etwas versteckten Veganbotschaft, weil ich es natürlich nicht lassen kann. Aber war auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Aber ich wollte natürlich mehr als mir einfach nur Tattoos stechen lassen. Ich wollte mit Angelina darüber sprechen, was eigentlich vegane Tattoos ausmacht, was so die Philosophie dahinter ist, was ihr Weg zum Tätowieren war und letztendlich auch zum Veganismus. Und wir sind unerwarteterweise auch sehr viel auf das Thema Zero Waste gekommen oder auch Müll sparen. Also wünsche ich euch da ganz viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier auf der Veggie World in Düsseldorf mit Angelina, a.k.a. Tazzi Tattoo Artist. Vielen Dank, dass du da bist. Danke für die Einladung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, an deinem Geburtstag auch noch. Ich hoffe, ich konnte dich mit ein bisschen Kuchen bestechen, dass du jetzt auch deine Zeit hierfür opferst. Der war sehr lecker. Sehr gut. Ich habe ihn nicht gebacken, muss ich dazu sagen. aber ich habe trotzdem weitere 8 Stück davon gekauft. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, du bist Tätowiererin. Genau. Wir sind in Kontakt gekommen, weil eine wundervolle Mitarbeiterin der Veggie World, die Annika, uns verbunden hat und gesagt hat, hey, hier ist eine vegane Tattoo-Künstlerin, magst du nicht mal darüber reden? Und das passte sehr gut, weil ich seit gefühlt 12 Jahren mein erstes Tattoo haben möchte und dieses Jahr mich endlich mal dazu entschlossen habe und dachte, hey, das ist ziemlich cool, lass uns das einfach mal verbinden. Und deswegen, letztendlich sitzen wir jetzt hier, weil ich mich für Tattoos interessiere und ich das schon immer spannend fand, den ganzen Aspekt von Tätowieren. Vegan, nicht vegan, was steckt eigentlich dahinter? Aber lass uns mal von vorne anfangen. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du eigentlich so? Was machst du so? Was treibst dich so um? Ah, okay. Ich bin Tätowiererin seit einem Jahr hauptberuflich hier in Düsseldorf. Habe angefangen mit Comics, habe dann mich ein bisschen in traditionellen Stilen weiterentwickelt. Habe dann aber schnell gemerkt durch meinen Chef, dass ich sehr gut so Linework, Fineline, Mandala Geometrik kann. Fange mich gerade an, auf Cover-Ups und sowas zu spezialisieren. Also beruflich ist da sehr viel Luft noch. Ich hoffe, dass das alles sich noch weiterentwickelt. Ich studiere noch Biochemie. Ich bin nicht nur Tätowiererin, sondern versuche auch noch beruflich, nicht nur beruflich, sondern auch bildungstechnisch da auf jeden Fall weiterzukommen. Bin heute 22 geworden. Hey! Spulen wir mal zurück. Wo kommst du eigentlich her und wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Dormagen aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Mhm.
bin dann nach dem Abi nach Neuss gezogen, weil ich in Düsseldorf angefangen habe zu studieren. Dann habe ich da auch im Krankenhaus gearbeitet, also neben dem Studium da im Krankenhaus gearbeitet. Wollte aber die ganze Zeit irgendwie Tätowiererin werden, weil mir ein Tätowierer, also mein Tätowierer hat mir ein Tattoo versaut. So schlimm, dass man es nicht covern kann. Ach was. Und nicht lasern. Also ich habe es mehrfach versucht, lasern zu lassen und auch covern. Also wow, das geht? Man kann so schlimm ein Tattoo versauen? Ja, man kann das zu tief, also quasi unter die dritte Hautschicht, dadurch vernarbt das dann. Und der Laser hat nicht mehr die genügende Intensität, um die Pigmente zu zerschießen. Und dann wird es halt auch nicht mehr heller. Und dadurch ist es halt sehr stark vernarbt, sehr dunkel, sehr groß. Und ich habe halt niemanden gefunden, der das überstechen wollte. Ich habe das auch noch. Das wird halt leider mich noch ein bisschen begleiten. Das war halt einfach die Motivation, weil ich niemanden gefunden habe. Ich glaube, dann gefühlt fast jedem Laden hier in der Gegend war. Und alle haben gesagt, nee, das ist nicht möglich. Und geht nicht, gibt's nicht, dachte ich mir. Und dann war so, dass ich versucht habe, jemanden zu finden. Ach. Ich habe mich auch in sehr vielen Läden beworben. In dem Laden, wo ich jetzt arbeite, habe ich mich sogar zweimal beworben. Damit ärgere ich ab und zu mal meinen Chef. Dass er quasi beim ersten Mal... Du hast Qualität abgelehnt, ja. Du Narr. mich nicht nehmen wollte. ja, das ist halt, wie das jetzt so alles dazu gekommen ist. Ach krass. Das heißt, deine einzige Motivation war, dein eigenes Tattoo zu überstechen? Oder hast du gedacht, hey, ich fand es eh schon immer cool? Also einerseits ist ja der Lifestyle, also was man sich eigentlich unter Tätowierer vorstellt, dieser Lifestyle, irgendwie ist der cool und man denkt auch, dass die Leute mega entspannte Leben haben und halt immer irgendwie sich mit coolen Menschen umgeben. Das hat mir halt auch gefallen. Ich habe auch sehr viel gemalt. Eventuell hat auch ein oder der andere Tisch in der Schule mal gelitten. ja. Sonst ist es auch kein ordentlicher Schultisch. Ich bin mal ehrlich. Fantastisch. Ja. Und wann kam für dich so der Gedanke ins Leben, dass du gedacht hast, ich glaube, ich möchte mich mit Veganismus beschäftigen? So richtig kam das, als ich, also ich habe in einer Pflegefamilie gewohnt, bin halt mit 16 in eine Pflegefamilie gekommen und da habe ich mich so richtig damit beschäftigt, weil die mega verschwenderisch gelebt haben. Also das war, wenn man so sagen darf, schon richtig ekelhaft, also so Römertopf und dann lag da ein halbes Tier gefühlt drin. Mhm. Und da habe ich mich halt so richtig, also ich fand den Gedanken Vegetarismus, Veganismus immer super cool und super interessant. Aber es war halt irgendwie nicht so in meinem Umfeld. Und so richtig dann erst mit so 16, also Veganismus so dann richtig mit 16, wo ich dann gesehen habe, wie abartig das eigentlich sein kann. Und quasi der Hund am Tisch saß und das, was man da gegessen hat, größer war als der Hund, der neben einem saß. Mhm. So, und den hat man verhätschelt und das, was da auf dem Tisch lag. Aber ja, das... Okay, das heißt, du hast umgestellt auf Veganismus um die 16 rum, also ja, genau. Vor 7 Jahren heute. Ja. 6 also, Jahren. Ich kann nicht rechnen, vor 6 Jahren. Ja, krass. Und wann hat sich das für dich in irgendeiner Form verbunden, dass du gesagt hast, hey, ich... Oder wann hat sich das für dich erschlossen, dass Tätowieren gar nicht vegan sein kann? Also das Tätowieren, jetzt muss ich meine Grammatik überprüfen, dass es auch sein kann, dass Tätowieren vielleicht nicht vegan ist. Das ist mir einfach eigentlich schon direkt vom Anfang an, wo ich angefangen habe zu tätowieren, bewusst gewesen, weil ich ja schon vegan gelebt habe, beziehungsweise ich mich ja vorher intensiv mit Kosmetika auseinandergesetzt habe, weil ich mal zwischenzeitlich überlegt habe, Visagistin zu werden. Mhm. Und da habe ich mich halt mit Kosmetik sehr viel auseinandergesetzt und durch mein Biochemiestudium habe ich mich halt auch viel mit Inhaltsstoffen auseinandergesetzt. Was ist überhaupt hautverträglich? Was ist das überhaupt, was man da benutzt, isst oder konsumiert in irgendeiner Form? Und da ist mir halt direkt von Anfang an das jetzt sehr bewusst gewesen, dass es halt einfach auch Sachen gibt, die nicht vegan sind. Man kann es nicht von Anfang an perfekt machen, weil manche Sachen weiß man einfach nicht. Und die fallen einem erst auf, wenn man die Sachen vielleicht benutzt oder wenn man nochmal nachliest. Und deswegen... Zum Beispiel, was sind so Dinge, die sehr schwer sind, rauszufinden beim Tätowieren, ob die vegan sind? Beispiel ist zum Beispiel Plastik. Alles, was aus Plastik ist, wir müssen sehr viel abdecken. Die Rasierer, da können Tierfette enthalten sein, können in der Herstellung durch das Färben tierische Farbstoffe verwendet werden. Zum Beispiel, wenn das rosa ist oder pink oder rot, könnte das Kamin enthalten. Das weiß man halt meistens nicht und das lässt sich auch meistens nicht von der Packung aus erkennen. Dann kann man halt eine Produktanfrage stellen. Das kann ein paar Wochen dauern, bis die beantworten. Das mit dem Plastik ist halt ein Aspekt, aber
Was halt auch vieles ist, so das Desinfektionsmittel, Vorlage, man klebt eine Vorlage vorm Tätowieren auf und diese Matrize, die man halt aufklebt, oft ist da Gelatin enthalten. Und das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, dass da Gelatin enthalten sein könnte und habe dann erst auch leider nicht vegane Produkte verwendet. Aber wo ich das dann wusste, konnte ich jetzt darauf umstellen und darauf achten. Die meisten sind immer so, ja, ist die Farbe vegan? Ich kann sagen, alle Farbe, die in Deutschland zugelassen ist, ist vegan und sogar tierversuchsfrei, was vielleicht auch für mich unter dem Aspekt vegan fällt, weil tierversuchsfrei ist für mich. Also wenn etwas nicht tierversuchsfrei ist, ist es auch nicht vegan, zumindest für mich. Ja. Deswegen. Ach krass. Ja, das wäre jetzt bald auch immer das, was mich umgetrieben hat als Laie. Ist halt dieses, ist die Farbe vegan, ist die Farbe vegan. Aber das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass die eigentlich komplett vegan ist dann anscheinend in Deutschland. Ja, also die zugelassen ist, die ist auf jeden Fall vegan. Es gibt halt Farben, die in Deutschland nicht zugelassen sind, weil sie bestimmte Konservierungsstoffe enthalten, die nicht in der Kosmetik verwendet werden darf. Die wird aber teilweise trotzdem verwendet oder so unter der Hand? Jeder Tätowierer, der seriös ist, wird sie natürlich nicht verwenden. Ich verwende auch nur Sachen, die in Deutschland zugelassen sind. Ich habe zum Beispiel auch auf dem Handy eine sogenannte Rückrufaktion oder Rückruf, also so eine App, die meldet, wenn zum Beispiel eine chemische Belastung in Non-Food-Sachen sind. Und dazu zählen halt zum Beispiel Tattoo-Farben. Ich kann auch sagen, dass vor ein oder zwei Tagen eine Farbe zurückgerufen wurde. Und tatsächlich, wenn meine Farbe betroffen sein könnte, schmeiße ich die weg, wenn ich die halt schon verwendet habe, beziehungsweise gebe die dann an den Hersteller zurück. Ja, cool. Ach, krass. Das ist auch komplexer, als man sich das so vorstellt. Ey. Aber wie alles eigentlich. Ja. Und du hast gesagt, du hast auch Comics gezeichnet früher. War Kunst immer schon so dein Ding oder wie kam so diese Passion fürs Zeichnen und Malen? Tatsächlich habe ich Kunst in der Schule abgewählt. Ach was. Mich hat das nicht so, also ich habe immer gern gemalt, ich habe gern gebastelt, ich habe gerne kreativ gearbeitet, aber der Kunstunterricht selber hat mich super hart eingeschränkt und ich habe auch oft schlechte Noten bekommen, weil ich das Thema verfehlt hätte. Egal wie gut das gezeichnet war. Es ja, also trotzdem, Kunstlehrer sind fantastisch. Ja. habe halt zwischendurch auch vielleicht mal Sprühdosen verwendet. das war halt, also es hatte viel mit dem BMX und Skateboard-Szene zu tun. Also ich habe halt BMX gefahren, geskatet. Dadurch hatte ich halt auch viel mit den Leuten, die halt gesprayt haben, zu tun. Und hatte halt oft mit Älteren zu tun, die halt schon tätowiert waren. Und dann war das halt irgendwie, das war cool, das war angesagt, das waren die halt, die man bewundert hat. Und irgendwie fand ich diesen, ja, Lifestyle ganz cool. Und habe aber halt gerne Comics gelesen. Also in mir steckt auch ein kleiner Nerd. Und ob es jetzt der Zeichner von Garfield ist oder andere Comics. Also Garfield ist mein persönlicher Hit. Oh, echt geil. Ja, passt farblich auch zu dir. Ja, dadurch habe ich halt immer mal wieder dann Comics gezeichnet und keine Ahnung, es gab auch Schichten, die im Krankenhaus sehr langweilig waren. Da wurde dann halt hinten auf das irgendwelchen Zeichen gezeichnet. Du hast ja, muss ich sagen, persönlich bei mir gewonnen, als ich bei deinem Instagram gesehen habe, dass du jemandem die Gummibärenbande auf den Arm tätowiert hast. Ja, okay, alles klar. Bei der werde ich meine Tattoos machen. Das ist auch mein persönlicher Hit. Ich bin leider noch nicht fertig. Wir haben auch leider noch nicht weitergemacht. Mhm. Aber es gibt sehr viele sehr coole Motive. Und ich habe erst bis jetzt ein Tattoo mit veganem Hintergrund tätowiert, muss ich zugeben. Also ich habe ein veganes Logo schon gemacht. Ja. Sehr cool. Ja, ich muss aber jetzt auch mal ganz kurz über Comics abnerden. Was waren denn so deine Comics der Wahl, abgesehen von Garfield? Kennst du die kleinen grünen Männchen? Nee, die kenne ich in der Tat nicht. Okay. Das ist halt kein Kindercomic. Das ist halt eher sehr schwarzer, böser Humor. Das finde ich halt sehr witzig. Tatsächlich habe ich auch sehr viel DC Marvel gelesen, weil es halt irgendwie rumgeflogen ist, wenn man da günstig auf den Flohmarkt dran gekommen ist. Dann ging es halt auch viel in die Anime-Richtung, so Elfenlied und ja, ein bisschen Naruto gelesen. Sehr cool. Ich hatte bis vor kurzem noch einen Naruto-Kunstlehrer, aber das ist leider zerrockt worden. Es gibt einen Comic, ich habe den Namen nicht mehr, aber da geht es um einen Detective, der die spezielle Fähigkeit hat, dass er
die Geschichte von allem, was er in den Mund nimmt, spürt. Das heißt, wann immer er etwas isst, merkt er die Geschichte davon. Das heißt, er ist, ich glaube, auch Veganer oder Vegetarier in dem Comic, weil er halt nicht ertragen kann, immer Tierleid in seinen Mund zu packen. Das fand ich ziemlich cool. Dass auch mal so, das ist das erste Mal, dass ich wirklich gesehen habe, dass so das Vegan-Thema überhaupt in den Comic gepackt wurde, muss ich sagen. Aber es war ja auch sehr cool. Aber ja, Comics sind auch einfach ziemlich cool. Du meinst, dass du so fine Lining, was ist der Profi-Ausdruck dafür? Also man nennt es Fine Line. Fine Line. Das ist deine Spezialität, oder? So Mandala, Linework, Fine Line, tatsächlich ja. Mhm. Obwohl ich da niemals hin wollte. Okay. Das macht dir denn trotzdem Spaß? Oder also ist das so, wo du denkst, ich mach's. Mir macht es mega Spaß. Ich kann sagen, ich mache nichts, worauf ich keinen Bock habe. Mhm. Weil das wird niemals so gut, als wenn ich darauf Lust habe. Und wenn ich da irgendwie halbherzig dran gehe, dann kann ich es auch direkt lassen, ganz oder gar nicht. Mhm. So. Das ist zumindest mein Motto. Deswegen mache ich keinen Fotorealismus, weil ich mich einerseits da nicht bereit für fühle und andererseits die Geduld, also es ist andere Geduld, als wenn man jetzt irgendwas Geometrisches macht, habe ich halt noch nicht. Ich hoffe, dass ich die irgendwann kriege. Und ich möchte halt dann nicht irgendwie nach 3 Stunden sagen, ja, eigentlich habe ich jetzt keinen Bock mehr, ich mache jetzt einfach mal schnell. Ja. Plötzlich rutscht das einfach voll in die... Wundervoll. Du interessierst dich auch sehr für Zero Waste, hast du gesagt, und machst Foodsharing. Magst du da ein bisschen drüber erzählen? Kann ich gerne machen. Also ich benutze manche Apps halt in... wahrscheinlich Too Good To Go ist halt so der Klassiker. Da macht halt der Bioladen neben unserem Laden mit. Das ist halt für mich das Einfachste und auch oft das Bequemste, weil wenn ich Feierabend habe, ist genau da die Abholzeit. Perfekt. Das ist sehr perfekt. Weil ich halt auch sehr viel beruflich halt unterwegs bin, ist mir halt auch aufgefallen, wie viel mein Essen geht und wie viel da weggeschmissen wird. Mhm. Und wenn ich jetzt schon essen gehe und es nicht schaffe, dann nehme ich es halt wenigstens mit. Ja. Und es ist dann halt am nächsten Tag zum Frühstück. Also Quesadillas schmecken auch sehr geil, immer noch kalt am nächsten Tag. Wir containern ab und zu mal, also beziehungsweise versuchen das regelmäßig zu machen. Leider wird das halt in Düsseldorf immer schwieriger, beziehungsweise fast unmöglich, weil viele Mülltonnen abgeschlossen sind, in irgendwelchen Sachen drin stehen. Tatsächlich auch teilweise Anwohner einen daran hindern. Mhm. Das habe ich jetzt bei mir, wo ich arbeite, festgestellt. Das gehört ja nicht zum guten Ton, einmal in die Mülltonne zu greifen, wieso ich das denn dann tue. Mhm. Andererseits gibt es viele Leute, die das sehr gut finden. Das ist halt... Ist aber mit dem Zero Waste, ich kann sagen, ich lebe noch nicht Zero Waste. Ich versuche es. Wer tut das schon? Also ich finde Zero Waste zu leben sehr, sehr schwierig. Aber mega bewundernswert. Voll, auf jeden Fall. Aber was genau hat dich daran interessiert? Und was tust du so, um deinen Müll zu reduzieren? Was sind so deine Taktiken? Wenn man jetzt auf die Arbeit geht, ich muss alles abdecken. Es geht halt anders nicht. Blut und Körperflüssigkeiten sind infektiös, sind halt ein Risiko für mich und für den Kunden oder für meine anderen Kunden. Deswegen muss ich alles abdecken. Und das ist alles Plastik. Also ich habe einen großen Müllsack Plastik in der Woche. Mhm. Das ist eine unfassbare Menge. Ich versuche jetzt gerade umzustellen auf Produkte, die teilweise aus Pappe sind, beziehungsweise die aus biologisch abbaubaren Plastik sind. So Bioplastik, ja. Ja, ich muss da noch näher recherchieren. Das ist auch alles noch sehr neu in der Tattoo-Szene, muss ich zugeben. Und man muss halt ein bisschen Belastungstest machen. Halten die Plastik oder der Kunststoff das Desinfektionsmittel zum Beispiel aus? Und ist das nicht, dass das reißt? Weil wenn das unter einem Kunden reißt oder mir irgendwie um die Verpackung reißt und mir läuft dann Blut, Farbgemisch irgendwo rein, das ist super ärgerlich, super gefährlich für mich und für alle, die ich halt irgendwie tätowiere. Mhm. Und deswegen muss damit halt die Qualität stimmen. Das ist halt eine Sache, mit der ich mich halt beschäftige, was um Zero Waste geht. Ich versuche, keine Plastikverpackungen mehr zu kaufen, wenn das möglich ist. Ich versuche jetzt immer, wenn es möglich ist, im Unverpacktladen die Sachen zu kaufen. Ich habe jetzt angefangen, Gläser auszuspülen und die immer mitzunehmen. Ich meine, in Düsseldorf gibt es ja schon 3 Unverpacktläden mittlerweile. Ja, das ist ja echt super cool. Das ist echt, echt cool. Und wenn man zum Beispiel da anregt, dass sie irgendwas Neues dazunehmen sollen, weil man das zum Beispiel anders nicht kriegt oder findet, ist da, wo ich immer hingehe, auf jeden Fall versuchen die das auch.
Die schaffen es aber zum Beispiel auch nicht immer perfekt und sind dann auch auf, über Anregungen sehr dankbar. Also die hatten zum Beispiel vor einem halben Jahr in so Alukartons Tomatenmark, weil die kochen da auch immer frisch. Also man kann halt quasi Mittagessen gehen. Und dann habe ich denen gesagt, dass es oder denen gesagt, dass die das Tomatenmark auch in Flaschen gibt, also halt quasi ohne Müll, weil man es ja wiederverwenden könnte. Ja, das ist halt so ein, also eine Sache. In welchen gehst du hin? In welchen Pure Notes. Ah, ja, cool. Okay. Ja, der ist sehr neu noch, ne? Ich glaube, dieses Jahr hat er aufgemacht, oder? Ja, der liegt halt bei mir auf dem Weg zur Uni und halt, wenn ich über die Altstadt fahre mit nach Hause, weil ich fahre zum Beispiel kein Auto. Ich fahre mal mit der Bahn. Ja. Ich glaube, wenn man auf Auto mal verzichtet oder versucht, so viel wie möglich auf Auto verzichtet, hat man ja auch schon quasi ganz viel Abfall gespart. Total, ja, also, auf jeden Fall. Ich finde halt immer diese Begrifflichkeiten, die nur auf irgendwie eine Sache, also viele beschäftigen sich dann nur mit einer Sache. Also zum Beispiel, wenn sie vegan leben, nur vegan essen, aber sie beschäftigen nicht, was alles andere noch Tier enthalten könnte. Genauso ist es mit Zero Waste. Also dann vehement versuchen, auf Plastik zu verzichten, aber sich mit allem möglichen anderen Großen oft nicht beschäftigen. Es ist oft auch zu viel und man braucht vielleicht auch einfach seine Bubble, also seine Blase, in der man so ein bisschen gefangen ist, die sich dann damit mit beschäftigt. Wenn man so der Einzige ist und quasi da versucht, der Kämpfer zu sein, um das irgendwie durchzusetzen, dann wird es schwierig, dann kann man auch nicht alles wissen. Also es ist eigentlich immer ganz gut, wenn man halt mit Leuten sich zusammen beschäftigt und darüber redet. Deswegen. Ja. Hast du für dich auch so ein Netzwerk aus Leuten, wo du sagst, mit denen fühlst du dich wohl, mit denen kannst du über Zero Waste reden oder über vegan reden? Oder? Tatsächlich, wenn man jetzt von der Arbeit ausgeht, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Chef. Mit dem kann ich auch sehr gut darüber reden. Der schaltet auch schon mal mit Kunden dafür, dass Ersatzprodukte cool sind. Ja, meine Freunde halt, ich wohne mit meinem besten Freund zusammen, der versucht, vegetarisch zu leben. Klappt bei ihm nicht immer. Wir sind auf der Veggie World heute, vielleicht können wir da ein bisschen schubsen. Ja, sehr cool. Ja, also das ist halt so, Freunde, also einige Freunde von mir leben halt vegan. Das Interesse ist auf jeden Fall da, weil ich halt mich mit sehr vielen alternativen Menschen befasse. Und ich habe halt auch gemerkt, dass wenn es alternative Menschen, also wenn es jetzt auch vielleicht in die queerer Szene geht, viele Menschen halt offener sind, weil sie ja selbst quasi verlangen, dass es mehr Akzeptanz gibt und dann auch anders akzeptieren können und dann auch offener sind und das dann auch mal probieren. Familie ist halt eher so, die denken immer noch, dass ich verhungere und Wiese esse. Also. Ja, ja. Hast du irgendwelche Tipps für uns, wie wir selber mehr im Alltag auf Müll verzichten können? Wie gesagt, das mit dem Autofahren ist halt der Tipp schlechthin. Andererseits, was ich halt, wo ich mich selbst immer bei erwische, ist mal dieses eben zwischendurch Essen. Dieses eben mal zwischendurch Essen ist so unfassbar viel Müll. Dann geht man eben zu Backwerk rein und holt sich da ein Brötchen oder ein Börek oder irgendwas und dann hat man schon wieder die Tüte mit Plastik drin. Oder man holt sich eben schnell was zu trinken. Also ich versuche jetzt immer eine Wasserflasche mitzunehmen, wo ich halt Wasser drin aufsprudeln kann oder eine Teekanne mitzunehmen, damit ich halt quasi diesen ganzen Flaschentrinkabfall nicht mehr zu haben. Das ist halt so super einfach, aber manchmal reicht das Einfachste. Und halt Sachen halt nicht mehr in einen Weg einzupacken. Also ich habe eine Dose dann dabei. Ich versuche im Supermarkt immer Beutel mitzunehmen. Ich habe mir aus alten Bettlaken so Beutel genäht, beziehungsweise ich bin der Jutebeutel-Fan, also ich habe auch heute zu viele Jutebeutel mit, damit, falls ich was kaufe, nicht in Plastik verpacken muss, sondern es einfach in die Tasche stecken kann. Auch Rucksack ist der Tipp, um Müll zu vermeiden, also wenn man halt was im Rucksack hat, da kann man halt auch mal eben was zu essen reinpacken, also ich glaube, Lebensmittel schon den Müll, den man am meisten und am besten vermeiden kann und den man auch am meisten produziert. Also die andere Sache natürlich im Internet kaufen. Ich bestelle nur noch Sachen für die Arbeit im Internet, weil es schwierig ist, andere Dinge, also es anders zu bekommen. Ich fahre öfters mal zu einem Großhandel hin, wenn ich bestimmte Dinge brauche, wenn ich Angst habe, dass ich es falsch bestelle und dann zurückschicken müsste.
um halt auch einfach Müll zu sparen und um auch einfach das Richtige direkt zu haben, weil das halt auch einfach Zeitersparnis ist. Aber ich kann jetzt sagen, ich bestelle halt nicht so im Internet. Also ich gehöre nicht zu den Mädels, die kartonweise Klamotten bestellen. Deswegen ist es halt... Also Primark ist auch nicht ganz so dein Ding. Nee. Überraschenderweise. Leider nicht. Auch andere Online-Shops, die sehr gehypt werden, auch wenn ich jetzt sehr aktiv auf Instagram bin, bin ich jetzt nicht typische Instagram-Shopping-Queen. Also da versuche ich auch eher auf faire Mode zu gehen und eher auf nachhaltig und auf dieses Capsule-Wardrobe-Prinzip, also dass quasi alles miteinander kombinierbar ist und dass ich dadurch weniger Teile brauche, weil ich ziehe sowieso meine zwei Lieblingsjeans immer an und die Lieblingsjacke wird auch so lange angezogen, bis die ein Loch im Ärmel hat. So. Mhm. Und dann brauche ich halt auch nicht, keine Ahnung, den Neon-Trend dieses Jahres. Nein, es ist ja so. Viele, ja, voll. Viele brauchen das ja. Man kann es auch fair und nachhaltig und vegan Wenn du sehr viel Geld hast, ja. Tatsächlich nicht unbedingt. Also, echt? Wenn du neue Klamotten in fair und vegan kaufen willst. Also okay, wenn du neu kaufen willst, dann ist es schon auf jeden Fall. Aber wenn du sagst, ich kann es Secondhand kaufen, weil oft sind die Sachen einmal getragen worden. Also gerade, wenn man jetzt den Trend Neon aufgreift, wer zieht Neon im Alltag an? Außer vielleicht jemand, der im Verkauf arbeitet, die Friseurin, aber jemand, der im Büro arbeitet, der im Kindergarten als Erzieherin arbeitet, zieht jetzt vielleicht das Neon-Netz-Oberteil nicht auf der Arbeit an, sondern eher zum Feiern gehen und dann wird es ein, zweimal vielleicht angezogen und dann ist der Trend schon wieder vorbei. Total. Und diese Sachen kann man halt super gut auf dem Flohmarkt kaufen. Es gibt mittlerweile diese Kleidertauschpartys fast in jeder Stadt. Voll gut, ja. Und wenn jemand doch Internet, also da muss man es ja nicht unbedingt versenden, das ist halt Kleiderkreisel, da kann man halt die Sachen tauschen oder kaufen. Ja. Da kann die auch zugeschickt werden, aber man kann die halt auch innerhalb der Stadt tauschen. Deswegen ist es halt... Ja, richtig gut. Ja, das halt... Auch nicht alles neu haben müssen. Ne? Und was du sagst mit den Lieblingsjeans, das ist halt das Ding. Kauf dir halt lieber eine Hose, die du sehr gerne trägst, statt irgendwie fünf, wo du denkst, vielleicht ziehe ich die mal an. Das ist halt so das Ding. Einfach auch, das erzeugt ja auch mehr Wertschätzung für den einzelnen Artikel. Ne? Und es macht den Kopf freier. Ich, ich muss zugeben, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, ich habe auch zu den Mädels mit den zwei Kleiderschränken gehört, die zum Brechen voll waren, die noch auf dem Boden die Klamotten gelegen haben. Aber ich hatte gefühlt nie was zum Anziehen. Mhm. Und ich war auch immer sehr unzufrieden und hatte auch das Bedürfnis, immer neu kaufen zu müssen, weil das, was ich jetzt habe, ist ja nicht ausreichend. Und seitdem ich das quasi abgelegt habe, ich muss mich nicht beschäftigen damit, dass mein Kleiderschrank unordentlich ist. Die Sachen sind so wenige, dass ich die direkt reinhänge, weil ich nicht 5 Stunden aufräumen muss. Und es erspart mir morgens unfassbar viel Zeit. Ich habe dadurch mehr Zeit zum Zeichnen, muss mich überlegen, gehe ich heute Abend einkaufen und verplemper 2 Stunden in der Stadt, um XY zu suchen. Sondern das ist halt viel einfacher, viel unkomplizierter. Und man ist dadurch, finde ich persönlich, ich bin produktiver. Also ich habe dann die Energie, um vielleicht mich abends nochmal hinzusetzen, was zu malen, um mich mit meinen Freunden zu treffen oder einfach nur mit meinem Kater zu spielen oder meine Blümchen zu pflegen. Das ist auch okay. Voll. Du hast einfach viel mehr Zeit zum Leben, ne? Wenn du nicht die ganze Zeit den Drang hast zu konsumieren. So, total. Ich... das kann ich echt nur so unterschreiben. Das ist super, wie du das sagst, weil ich auch total davon so getrieben bin, immer mal wieder so, aber was ist, wenn dieses Produkt mein Problem lösen könnte? Ne? Aber wie bescheuert das eigentlich ist, wenn wir einfach ein bisschen auch kreativer denken. Also ich finde, gerade so im Kreativbereich, wenn du halt auch nicht alle Werkzeuge hast, wirst du dazu manchmal auch einfach getrieben, kreativer zu denken. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, keine Farben mehr hast und in Schwarz tätowieren musst, kannst du vielleicht trotzdem, weißt du, dann irgendwie eine andere Technik verwenden, um das Bild trotzdem spannend zu machen. Also. Ich kann ja sagen, wenn es um die Arbeit geht, da bin ich ein Konsument des Todes. Ja gut, klar, weil du es aber auch musst, weil du Dienstleister irgendwo bist. Ne? Ich bin halt auch da sehr perfektionistisch. Also bevor ich irgendwie was riskiere,
Ja, das klar. Das ist halt einfach für immer und das kann ich nicht mehr korrigieren. Mhm. Ich kann es nicht wegradieren. Ich kann nicht das Bild zerknödeln und in den Mülleimer schmeißen, sondern da ist einfach... Kein Steuerung Z. Ja, genau. Es muss beim ersten Mal perfekt sein. Mhm. Und deswegen ist dann auch so, dass ich da auch niemals spare. Das ist halt... da habe ich auch schon mit Kollegen tatsächlich Diskussionen drüber gehabt, weil ich zum Beispiel einen Matrizenabzug benutze ich einen sehr teuren, weil ich möchte, dass meine Vorlage hält. Umso besser die Vorlage ist, die ich auf die Haut geklebt habe, umso besser ist nachher das Tattoo. Weil ich muss mich nicht damit beschäftigen, war die Linie jetzt 1 Millimeter weiter links oder 1 Millimeter weiter rechts. Gerade bei geometrischen Sachen sieht man das ganz extrem. Mhm. Und wenn ich mich damit nicht beschäftigen muss, sondern nur mich mit der Haut beschäftigen muss, meinen Kunden beruhigen muss, weil er vielleicht ein bisschen leidet. Das wird bei mir überhaupt nicht passieren. Oder weil er vielleicht Angst hat, weil es das erste Tattoo ist. Es gibt ganz viele Sachen. Oder weil es halt auch für viele emotional ist, weil es Erinnerungen sind, die da unter die Haut gehen. Mhm. Und auch oft sehr krasse Erinnerungen. Man ist halt manchmal mehr als nur Tätowierer. Mhm. Kann man sich halt nicht damit beschäftigen, quasi mit minderer Qualität oder dass man halt dann überlegen muss, man improvisiert. Also wenn ich zu Hause male, klar, ich habe nicht alle Farben, die es gibt zu Hause, obwohl ich bei Kunstbedarf echt, dann darf man nicht in meine Schublade gucken. Das ist nicht minimalistisch. Aber das ist halt das Ding, es geht nicht um Perfektionismus, es geht nicht darum, dass du alles perfekt kannst, sondern dass wir alle unser Bestes tun. Das stimmt. Das ist halt so das Ding, dass wir auf jeden Fall was tun und nicht irgendwie aufhören, darüber nachzudenken, aber dass du dich auch nicht komplett fertig machst, weil du irgendwie sagst, ah, aber jetzt, ich habe halt auch Farben, scheiße. Ja, okay. Aber die benutze ich und machen mich glücklich. Ja. Das ist okay. Das ist halt das Ding. Wir haben so viele Gegenstände, die wir nie benutzen und trotzdem haben. Das ist ja ein bisschen das Problem. Ne? Das stimmt. Das Ding. Kannst du abends noch nach einem ganzen Tag tätowieren nach Hause kommen und weiter malen? Bist ja. du so motiviert? Geil. Also es ist ein absoluter Traumjob. Mhm. Und tätowieren ist sehr anstrengend. Mir wurde schon mal vorgeworfen, dass ich ja gar nicht richtig arbeiten würde, weil ich ja nur den ganzen Tag da sitze und Menschen bemale. Oh ja, klar, es ist überhaupt keine Arbeit, es ist überhaupt keine Verantwortung oder so. Es ist gar nicht Verantwortung oder dass es anstrengend ist oder dass man halt sich auch um Wundpflege und sowas kümmern muss, was auch mit viel Wissen verbunden ist. Sondern die meisten sind dann so, ja, das ist doch nur so ein bisschen rummalen. Also nach 10 Stunden tätowieren, das habe ich gestern zum Beispiel gemacht, da ist nicht mehr viel los. Also da bin ich manchmal froh, wenn ich weiß, warum ich das Toast in den Toaster stecken muss, dass ich das da wieder rauskommt. Ja. Das glaube ich. Gibt es Tipps, die du hast für Menschen, die unbedingt auch selbst tätowieren lernen möchten, die selber Tätowiererin oder Tätowierer werden möchten? Kann man, glaube ich, nicht so allgemein fassen. Halt wichtig ist, dass man halt sehr selbstständig ist, dass man sehr motiviert ist. Also wenn man denkt, man arbeitet nur die 6 Stunden, die der Laden offen hat, Pustekuchen. Du gibst in den ersten paar Jahren dein komplettes Privatleben ab. Du musst damit rechnen, dass dich jeder auf der Straße wegen deiner Arbeit anspricht, dass du über nichts mehr anderes redest, dass du schläfst, zur Arbeit fährst, zeichnest, vielleicht was lernst am Anfang, dass du längere Zeit nicht an Haut darfst, also dass du nicht dich Tätowierer schimpfen darf, dass du Sachen machen musst, die nicht so cool sind, weil Platz desinfizieren, sauber halten, Hygienevorschriften lernen, das macht keinen Spaß, das gehört zum Täglichen, da hatte ich am Anfang nicht viel Bock drauf, habe ich aber trotzdem gemacht und da haben auch viele scheitern schon daran, weil sie müssen dann den Laden putzen und dann sind sie ja nur das Mädchen für alles, aber nicht Tätowierer. Und wer das unbedingt will, Klinken putzen, also durch die Läden gehen und sich vorstellen und ganz, ganz, ganz viel zeichnen. Bitte nicht auf der Couch probieren. Das ist halt nicht, weil das Ergebnis vielleicht nicht so dolle wird, sondern da spricht eher der gesundheitliche Aspekt. Das kann zu ganz üblen Krankheiten führen. Also nicht nur für denjenigen, den du tätowierst, weil keine Ahnung, dass vielleicht unsauber war, weil es weil vielleicht Katzenhaare eine Infektion. Jede Infektion kann so schlimm werden, dass es zum Tod führt. Also wenn da ein doofes Katzenhaar in deine Wunde reinkommt, kann es sein, dass du dann nach ein paar Wochen auf der Intensivstation liegst. Muss nicht sein, wenn man steril, also wenn man sauber, ja, steril arbeitet, kann das gut gehen. Das geht auch meistens gut, aber es kann halt auch genau das Gegenteil sein. Und die Sache ist, die Leute, also wenn man gerade lernt,
kennt man sich auch mit Selbstschutz nicht aus. Wenn du nicht gerade im Krankenhaus arbeitest, weißt du nicht, was Selbstschutz bedeutet und wie du was desinfizierst. Und dann fasst du vielleicht in das Blut rein, hast es an deinen Händen und vielleicht eine Schnittwunde an den Händen und dann hast du Hepatitis oder andere Infektionskrankheiten. Und das ist halt nicht nur gefährlich. Also viele sagen dann so, ja, dann hast du ein versautes Tattoo und vielleicht eine Infektion. Aber es ist halt viel mehr damit verbunden. Also es ist halt deswegen Klinken putzen, zeichnen. Und putzen. Ja. Klinken putzen und putzen. Ja, also es ist halt am Anfang viel lernen. Es ist halt wirklich auf dem Hosenboden sitzen und lernen. Also wer weiß, dass er schnell frustriert ist, das ist nicht ein Job für den. Ganz ehrlich. Und wenn dir jemand sagt, ich möchte einen 9-to-5-Job haben, ist es auch nichts, weil ich setze mich abends hin und lerne für meinen Beruf. Ich habe sehr oft schon wegen meinem Job geheult, weil man mit Menschen zu tun hat. Und Menschen können sehr anstrengend sein, das kann sehr frustrierend sein. Es ist mehr als schön, also ich habe viel, viel, viel mehr gute Erfahrungen, aber auch halt viele nicht so gute Erfahrungen manchmal. Man kriegt Kritik am Anfang von demjenigen, wo man lernt, und man muss mit Kritik umgehen lernen. Mhm. Also man kann super stolz auf irgendwas sein und dann wird das richtig schön auseinandergenommen. Was ich manchmal sage, ich habe auch ein paar Mal wegen meinem Chef geheult, aber es war wichtig und ich kann auch mit Kritik umgehen oder ich habe es gelernt, damit umzugehen. Also man kann nicht, wenn man das erste Mal Kritik kriegt, damit umgehen. Ich bin dann rausgegangen, habe geweint. Also ich bin auf den Laden rausgegangen, habe mich vor den Laden gestellt und geweint. Aber er hat auch ein Tattoo von mir ausgedruckt und quasi eingekringelt, was da scheiße war. Ja, aber daraus lernt man, weil man sieht die Sachen nicht und man kriegt ein anderes einen anderen Blick, andere Sicht da drauf. Aber das kann man nicht alleine schaffen. Das kann man auch nicht mit dem besten Kumpel, der nicht Tätowierer ist, lernen. Sondern das muss man halt von jemandem lernen, der wirklich gut ist. Und halt da ist der Tipp, nicht in einem Laden anzufangen, wo man sich selbst nicht tätowieren lassen würde. Ich habe nämlich 3 Monate vorher woanders gearbeitet, wo das genau der Fall war. Das bringt nichts. Das ist, da wird man nicht glücklich, da wird man auch nicht bleiben, da wird man auch nichts lernen, weil das bringt. Klar, du willst von den Besten auch lernen. Ne? Ja. Du willst ja nicht denken, oh, ich glaube, ich gebe zum 15. Besten, den ich finden kann. Ich kann halt auch sagen, wenn man jemanden findet, der gegen Geld lehrt, also der sagt, du zahlst mir Summe X, 60.000, 30.000 Euro, du wirst davon, also ich empfehle es nicht, weil derjenige macht das, um Geld zu verdienen, aber er hat wahrscheinlich wenig Interesse daran, sich Konkurrenz oder so hochzuziehen. Wenn jemand jemanden für seinen Laden als Verstärkung sucht, als Bereicherung, das ist da, wo man suchen sollte. Also wenn du jetzt siehst, zum Beispiel mein Chef macht Fotorealistik, ich mache keinen. Ich bin genau quasi das Gegenstück dazu. Und sowas sollte man halt suchen. Man sollte halt jemand sowas suchen, wo ein Studio ist, das sich auf einen Stil spezialisiert hat. Ob es zum Beispiel Dark Art ist und man macht selber Dark Art und dass man halt quasi dann als Kollektiv immer zusammenarbeitet. Das geht natürlich auch. Entweder, dass man halt quasi gegenläufig ist oder in einem Stilrichtung ist. Mhm. Aber man sollte jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendwo versuchen. Das ist, also dann lieber üben, besser werden, sich nochmal bei dem Laden vorstellen, wo genau man hin wollte, aber wie du das gemacht hast. Ich habe zweimal mich vorgestellt. Ja. Also da ist es halt wirklich nicht aufgeben. Das kann halt ein paar Jährchen dauern, bis man was findet. Und halt, wie gesagt, ich empfehle halt nicht den Do-it-yourself-Weg, weil das kann böse schief gehen. Ja. Du machst jetzt auf Instagram auch Instagram-Videos. Ja, genau. Magst du darüber was erzählen? Warum machst du das und was machst du da? Es gibt sehr viele Tätowiermythen. Eine der bekanntesten ist halt, dass Tätowierer auf Schweinehälften lernen. Ich glaube, die kriege ich einmal die Woche, die kriege ich diese Frage gestellt, ob ich auf Schweinehälften gelernt habe. Nein, ich habe nicht auf Schweinehälften gelernt. Es gibt so synthetische Haut, so Plastik, auf dem man dann halt üben kann. Viele lernen auch auf Orangen, Bananen, weil das von der Dicke ähnlich der Haut ist. Und da kann man sehen, ob man zu tief sticht. Und es hat halt eine Wölbung wie die Haut. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, auf dieser Kunsthaut viel geübt. Ich habe aber auch viel mit einem Feinliner auf Zebrarollen geübt, weil das auch sehr ähnlich ist. Also okay. Dann wurde halt ein Motiv um die Zebrarolle geklebt und dann habe ich darauf, weil man kann ja nicht drücken, man kann das ja nur darüber ziehen, sonst ist man halt in der Zebrarolle.
Ansonsten hatte ich sehr viele sehr nette Freunde, die sich von mir haben tätowieren lassen. Und, aber nicht auf der Couch mit Katzenhaaren? Nee, nicht mit auf der Couch mit Katzenhaaren, sondern dann schon richtig und auch abgedeckt und auch im Studio. Und es sind auch noch meine Freunde. Und die lassen sich auch immer noch von mir tätowieren. Das sagst du. Ich bin mit zwei von denen heute hier. Okay, hervorragend. Und dieser Mythos Montag, hast du es eben genannt. Was genau machst du da und wo können wir den finden, diesen Mythos Montag? Das hat auch bei mir auf Instagram dann ab November zu finden, weil ich halt jede Woche irgendeinen Fakt kriege, der halt oft nicht wahr ist. Also ich werde auch, wenn es Sachen gibt, die tatsächlich wahr sind, dann auch bejahen und dann auch zeigen, dass es wirklich so ist. Aber ob es jetzt ist, warum die Plastikfolie im Tattoo ist oder das mit den Schweinehälften, das ist halt wichtig und viele Fehlinformationen, weil viele sich unter Tätowierer fast nichts vorstellen können, beziehungsweise viele Tätowierer, gerade die ältere Generation, auch nicht so gerne Einblicke in ihren Job gegeben haben. Das ist ein mythologischer Beruf, so ein bisschen ja. Geheimnis umwoben. Und gibt es denn Leute, die auf Schweinehälften lernen? Ja, gibt es. Also tatsächlich, wo die älteren Tätowierer haben auf Schweinehälften gelernt. Ich kenne auch jemanden, der auf Schweinehälften gelernt hat. Tatsächlich verstehe ich den Sinn nicht, weil die Schweinehaut und die menschliche Haut sich deutlich unterscheiden. Und wenn man auf einem Schwein tätowiert, würde man die menschliche Haut zerfetzen, weil die menschliche Haut viel empfindlicher ist. Das ist ja auch einfach ein Tierkadaver, also einfach ein Leichenteil. Und das hat halt nichts in der sterilen, sauberen Umgebung zu suchen. Also müsste man das halt in einer anderen Räumlichkeit machen als im Tattoo-Studio. Und das ergibt einfach auf mehreren Leveln irgendwie keinen Sinn. Genau. Also da klingt Zebra oder Orangenhaut schon besser. Fantastisch, danke. Krass. Mythos Montag, finde ich eine super Idee. Wo können wir dich finden, wenn wir Tattoos von dir haben möchten? In Düsseldorf-Lohhausen bei Tattootopia. Und online? Online. Da habe ich dich nämlich gefunden. Ich bin bei Instagram zu finden, unter tazi-tattooartist. Aber ich habe auch eine Facebook-Seite für die Leute, die nicht bei Instagram sind. Das ist tazi-tattooartist, tattoo and art. Ja. Mhm. Hervorragend, sehr gut. Hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft, wo du sagst, da möchtest du hin? Konkrete Pläne? Oder unkonkrete Pläne? Egal, was für Pläne eigentlich. Ich würde gerne mal im K21 in Düsseldorf ausstellen. Mhm. Das ist mein persönlicher Ziel. Da habe ich gesagt, wenn das ist, kann ich in Frieden sterben. Okay. Für alle, die es nicht kennen, was ist das K21 in Düsseldorf? Das ist eine Kunstgalerie in Düsseldorf und ich möchte halt als Künstlerin anerkannt sein und es hat immer Tätowierer diese Schneise zwischen ich bin Dienstleister, ich bin Künstler und ich wünsche mir halt als Künstlerin gesehen zu werden. Und ich wünsche mir halt, dass ich irgendwann nur noch meine Sachen in meinem Stil machen darf, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich möchte quasi was von dir und nicht, ich möchte, was meine beste Freundin auch hat. Fantastisch. Sehr cool. Allerletzte Frage, bevor ich dich wieder in die Freiheit entlasse. Die Frage stelle ich allen, deswegen die ist mir einfach immer wichtig. Was ist dein momentanes Lieblingsessen? Avocado Maki. Okay, Anime durch und durch. Ich merke schon. Avocado Maki, perfekt. Hervorragend. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Und wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft. Wir sehen uns ja am 12. November. Dankeschön. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin nämlich sehr schissig und ich freue mich gleichzeitig so unfassbar, weil es ewig schon nötig ist. Also vielen Dank nochmal und an alle, die Bock haben, schaut auf jeden Fall vorbei. Danke dir. Und wenn ihr jetzt super motiviert seid, selbst ein Tattoo zu kriegen oder euch in irgendeiner anderen Form weiter von Angelina über Tattoos informieren zu lassen, dann schaut auf jeden Fall in dem Link in den Shownotes nach. Da findet ihr alles über ihre Arbeit. Ich meine, vielleicht seid ihr auch so Leute, die denken, Tattoos geziemen sich aber nicht. Ich finde das ein bisschen unschicklich. Damit sehe ich ja aus wie ein Schlendrian. Dann ist das auch vollkommen cool, wenn es eure Meinung ist. Ich persönlich finde Tattoos ja wundervoll und sehr schicklich. Und falls euch die letzten paar Worte etwas merkwürdig vorkamen, dann liegt es daran, dass ihr Zeuginnen und Zeugen geworden seid. Meines sehr, plumpen Beginns.
meiner Eloquentik-Reihe, ehrlich gesagt meiner wundervollen Wortfeier-Reihe, die noch einen guten Namen braucht, der definitiv nicht Eloquentik sein darf, denn das ist kein korrektes Deutsch. Aber angespornt von der lieben Melina und von meinem eigenen Enthusiasmus für schöne Worte, habe ich eine Liste begonnen von Worten, die wir heute vielleicht gar nicht mehr so kennen und die wir gar nicht mehr so wirklich benutzen. Und da dachte ich, fange ich doch heute mit den ersten drei Worten an, nämlich geziemen, unschicklich und Schlendrian. Unschicklich bedeutet ja nicht schicklich sein oder unangenehm auffallen, also es schickt sich nicht, es gehört sich nicht. Ebenso wie sich geziemen bedeutet, dass sich etwas gehört oder es geziemt sich nicht bedeutet, dass sich etwas nicht gehört. Und ein Schlendrian ist wird ja jemand bezeichnet, umgangssprachlich, der vielleicht träge oder langsam oder nachlässig ist und dadurch ineffektiv oder vielleicht auch fehlerhaft arbeitet. Also jemand, dem es an Motivation mangelt und einfach so ein bisschen, ja, unsauber arbeitet. Also ein Schlendrian. Angelina zum Beispiel ist definitiv kein Schlendrian. Was ich mich frage ist, gibt es eine gegenderte Form von Schlendrian? Das werden wir vielleicht irgendwann herausfinden. Aber das hier war mein erster superfix eingeschobener Rock'n'Roll-Versuch meiner wundervollen Wortserie, die ihr demnächst jetzt häufiger zu hören bekommt und dadurch hoffentlich ein paar Worte kennenlernt oder wieder kennenlernt, die ihr aus dem deutschen Sprachgebrauch vielleicht gar nicht mehr so kennt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, Wortserie oder nicht. Und wenn ihr Fragen, Themenwünsche und Gedanken habt, dann schreibt sie natürlich wie immer an lars@veggieworld.de oder direkt bei Instagram @larswalterofficial, wo ihr mir gerne folgen dürft, ebenso wie ihr sehr gerne unserem offiziellen VeggieWorld-Kanal @officialveggieworld folgen dürft, ebenso wie natürlich bei Facebook. Außerdem könnt ihr gerne bei veggieworld.de vorbeischauen. Die Saison für dieses Jahr 2019, der VeggieWorld ist zwar vorbei, aber nächstes Jahr winkt natürlich schon aus der Ferne mit VeggieWorld Wiesbaden, Berlin und Hamburg. Und da könnt ihr natürlich jetzt schon schauen, wann ihr da hinkommen mögt und könnt. Ansonsten schaut natürlich immer auf unserem Blog vorbei, da gibt es stets neue, wundervolle Dinge zu lesen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Sotram Göb, seines Zeichens Koch, Caterer und Hans Dampf in allen kulinarischen Gassen. Ich spreche mit ihm natürlich übers Essen, aber ich spreche mit ihm auch über selbstgebrautes Bier, was sehr unerwartet war. Das Interview kommt von der VeggieWorld Düsseldorf von Bühnenprogramm und ich freue mich sehr, das jetzt online mit euch teilen zu dürfen. Also bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.